Was geht ab, Leute? Zane ist wieder da. Heute mit einer kleinen Beobachtung. Sie könnte nichts bedeuten, sie könnte aber auch alles bedeuten. Doch erstmal vorab wollte ich mich ein wenig bei euch entschuldigen. Denn in letzter Zeit kommen ja immer recht kurze Videos. Und das liegt einfach daran, dass die Winterzeit bei mir in der Arbeit immer mit vielen Überstunden verbunden ist. Aber in 2 Wochen habe ich endlich Urlaub. Ab da kommen dann auch wieder längere Videos. Ich bitte dies einfach zu verzeihen. Aber jetzt erstmal Intro. Up. Und zwar haben wir im letzten Kapitel einige neue Mitglieder der Roger Piratenbande gesehen. Und dabei ist mir einer etwas stark aufgefallen, weil ich bei ihm das Gefühl hatte, dass ich ihn schon mal gesehen hätte. Und zwar dieser Dude hier links unten im Panel. Könnt ihr euch vielleicht noch an diese Szene erinnern, als wir damals Dragon und ein paar seiner Revolutionäre gesehen haben? Dort stand eine Frau und links daneben dieser Typ, der mir damals etwas wie Frankie wirkte. Wenn wir die beiden mal im Vergleich ansehen, können wir eine gewisse Ähnlichkeit im Gesicht feststellen. Aber was mir sofort aufgefallen ist, als ich diese beiden Panels sah, dass sie beide dasselbe Hawaii-Hemd tragen. Alles in allem wirken sie sich recht ähnlich, auch wenn die Frisur mittlerweile etwas anders ist und der Hut gegen eine Brille ausgetauscht wurde, aber es ist ja auch schon recht viel Zeit vergangen. Doch was würde dies nun für uns bedeuten? Stellt euch mal vor, einer der Roger Piratenbande ist der Revolutionsarmee beigetreten. Dies könnte so vieles bedeuten. Zum einen könnte es heißen, dass die Roger Piraten wirklich erfahren haben, wie schlimm die Weltregierung war, was im letzten Kapitel alles etwas in Frage gestellt wurde, aufgrund der ganzen Lacher auf Laughtail. Aber vor allem könnte dies bedeuten, dass möglicherweise ein Teil der Roger Piratenbande Gründungsmitglieder der Revolutionsarmee waren. Dies könnte eine Verbindung zwischen Roger und Dragon aufbauen, da sie sich vielleicht doch näher kannten, als wir bisher gedacht haben. Dies würde zudem auch erklären, weshalb Dragon bei Rogers Hinrichtung war und weshalb Dragon damit einverstanden war, dass Ruffy ein Pirat wurde. Was haltet ihr von dieser kleinen Beobachtung? Könnte dies möglich sein oder habe ich wirklich einfach nur einen Knick in der Optik? Es würde mich sehr interessieren, ob ihr ebenfalls eine Ähnlichkeit erkennt. Schreibt es doch einfach mal weiter unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Like und ein Abo da. Das würde mir wie immer sehr, sehr helfen. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao.